Bei mir im Studio ist die Beraterin für Sicherheitspolitik Stefanie Babst. Sie ist ehemalige NATO-Chefstrategin. Sie waren auch ehemalige stellvertretende Generalsekretärin. Schön, dass Sie heute da sind. Ich bedanke mich auch. Hallo. Ja, die Union will also einen nationalen Sicherheitsrat implementieren. Sie waren bei der Vorstellung heute Vormittag dabei. Was ist denn das Ziel, das dahinter steht? Also zunächst einmal ist es in meinen Augen noch nicht so, dass es schon eine ausgefeilte Konzeption gibt, sondern es war heute Morgen ein Fachgespräch, an dem verschiedene Experten teilgenommen haben. Und es wurden Fragen debattiert, sowohl zur verfassungsrechtlichen Dimension eines solchen nationalen Sicherheitsrates, als auch schlicht zu der Frage, was sollte und müsste der leisten. Und ich glaube, es war durchaus so allgemeine Erkenntnis im Raum, dass die Strategiefähigkeit Deutschlands in der Tat sehr verbesserungswürdig ist. Das ist eine verstärkte Koordination zwischen den beteiligten Stakeholdern geben müsste und dass am Ende wirklich so etwas herauskommen müsste wie eine klare Strategie gegenüber den großen Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Russland und China sind hier nur zwei Beispiele. Geht es da jetzt nur um außenpolitische Fragen oder auch innenpolitische Krisen, Probleme? Wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann eine Regierung neben der Regierung? Nein, selbstverständlich soll das nicht so sein. Innere und äußere Sicherheitsbedrohungen sind ja sehr miteinander verknüpft. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein Allgemeinwissen. Stichwort Infrastruktur. Infrastruktur, innere Sicherheit. Genau, innere Sicherheit, Terrorismus, die großen strategischen Fragen, die uns beschäftigen. Also da gibt es viele Beispiele, die deutlich machen, wie vernetzt innere und äußere Sicherheit sind. Aber am Ende wird es darum gehen müssen, diese Bundesregierung und alle anderen, wie beispielsweise natürlich auch die Länder oder das Parlament selber, der Bundestag, in die Lage zu versetzen, eine Strategiefähigkeit zu entwickeln. Denn die ist gegenwärtig zumindest in meinen Augen nicht wirklich erkennbar. Wem soll dieser nationale Sicherheitsrat denn dann direkt untergeordnet sein? Also ist es dann ein direktes Beratergremium für den Kanzler, für das Bundeskabinett? Man will ja wahrscheinlich auch Wege verkürzen, um schneller zu Entscheidungen zu kommen. Auch das ist, glaube ich, noch eine sehr offene Frage. Wir haben ja einen Bundessicherheitsrat, der genau ein Exekutivgremium ist, dem der Bundeskanzler und seinem Kabinett vorsteht. Es gibt unterschiedliche Vorschläge. Auch heute Morgen wurden diese gemacht. Wie könnte man ein solches Gremium vielleicht erweitern? Müsste man ein völlig neues schaffen? Also das sind alles noch sehr offene Fragen, aber ich finde, es ist wichtig, dass diese sehr wichtige Frage überhaupt angestoßen worden ist, denn wir können es uns nicht leisten, als Bundesrepublik Deutschland keine wirklichen ausgefeilten Strategien zu haben, wie wir mit den ganzen Problemen umgehen. Frau Babst, wir haben noch ein anderes Thema, über das wir mit Ihnen sprechen wollen. Das ist nämlich die Ukraine. Von dort werden wieder schwere Kämpfe gemeldet. In der Umgebung von Cherson hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben ein Gebäude bombardiert, in dem sich 200 russische Soldaten aufhielten. Außerdem sei eine russische Panzerkolonne zerstört worden. Auch weiter östlich wird noch gekämpft. Hier Bilder von einem russischen Angriff in der Nähe der Stadt Donetsk. Bürgermeister Vitali Klitschko warnte unterdessen vor einem kompletten Zusammenbruch der Versorgung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Für den Fall eines Blackouts forderte er die Bevölkerung auf, Vorräte anzulegen. In Kiew leben derzeit etwa 3 Millionen Menschen, darunter zahlreiche Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine. Frau Babst, jetzt gibt es eben auch Berichte, über die Washington Post hat darüber berichtet, dass die US-Regierung jetzt offenbar so mit sanftem Druck auf Kiew hinwirkt, dass man doch möglicherweise sich zu Friedensgesprächen bereit erklären sollten. Halten Sie das für eine sinnvolle Strategie? In keinster Weise. Präsident Putin hat jeden Tag die Gelegenheit, diesen Krieg zu beenden, indem er seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht und den Schaden bezahlt, den er in großem Maße angerichtet hat. Friedensgespräche machen ja nur dann einen Sinn, und das ist der zweite Punkt, wenn es wirklich ein genuines Interesse auf der russischen Seite gibt. Das ist überhaupt nicht erkennbar. Im Gegenteil, die Russische Föderation hat in den letzten Wochen den Krieg mehrfach eskaliert, immer wieder. Und ich gehe davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Die Bundesregierung oder eine Sprecherin der Bundesregierung hat sich auf diese Frage heute ja auch sehr zurückhaltend geäußert und hat dann so sinngemäß gesagt, diese Entscheidung über Krieg oder Friedensverhandlungen, das kann nur Kiew alleine treffen. Aber inwiefern ist eine solche Strategie auch aus unserer Sicht riskant? Denn man kann ja davon ausgehen, die Ukrainer,
Die werden natürlich diesen Krieg so lange fortsetzen wollen, bis sie auch den letzten Quadratmeter ihres Territoriums zurückerobert haben. Das kann sich aber Jahre hinziehen. Die strategische Achillesferse des Westens ist unsere Geschlossenheit. Und die Geschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, in jeder Hinsicht. Und das ist ein Kalkül, das Präsident Putin in Moskau seit Beginn des Krieges im Kopf hat, unsere Geschlossenheit aufzubrechen. Wenn wir also in Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Krieg weiter fortzusetzen, ob es Sinn macht, die Ukraine weiter zu unterstützen, schwächen wir nicht nur die Ukraine, sondern auch uns selbst. Ich würde das für einen wirklich üblen, also sehr, sehr üblen strategischen Fehler halten, darüber nicht nachzudenken. Und selbstverständlich kann die Ukraine diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Deshalb ist auch die Formulierung, wir überlassen es der Ukraine, ja nur bedingt richtig, denn sie kann ja ohne unsere Unterstützung militärisch und finanziell diesen Selbstverteidigungskampf nicht kämpfen. Unser Gegner auf der anderen Seite, Präsident Putin, hat nach wie vor eine absolut eiserne Entschlossenheit. Und ich finde, wir sollten diese auch an den Tag legen. Jetzt ist die Washington Post ja in der Regel, das ist ja kein Revolverblatt, normalerweise sind die ganz gut informiert. Können Sie sich vorstellen, was man sich im Weißen Haus dabei gedacht hat, dass man einen solchen Vorschlag jetzt Kiew unterbreitet hat? Also zeigt euch verhandlungsbereit. Also wir haben ja morgen einen wichtigen Tag in den USA, Midterm Elections. Und wenn Sie sich die politische Diskussion anschauen, sowohl auf der demokratischen als auch republikanischen Seite, ist es leider so, dass insbesondere auf der republikanischen Seite die Stimmen immer lauter werden, die sagen America first und Ukraine second. Also wir sind nicht mehr länger bereit, die großen Summen auf den Tisch zu legen und die militärische Unterstützung zu leisten. Vielleicht auch mit Blick auf die Midterm-Elections morgen. Das sagte ich gerade. Also morgen ist ein wichtiger Tag. Und natürlich spielt das in Washington eine sehr, sehr große Rolle. Aber wir werden einfach abwarten müssen, wie sich Präsident Biden in den nächsten Tagen aus diesen Midterm-Elections heraus darstellen wird. Sagt Stefanie Babst, ehemalige NATO-Chefstrategin. Vielen Dank für das Gespräch. Aber sehr gerne. Dankeschön. Danke, Herr Siemann.